Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Saphir. In der nächsten Arena, wo wir uns mal ein bisschen hier durchrocken wollen. Feuerodem. Verdammtes Volbeat hier. So, dann hier bekämpfen. Ich mag diese Rätsel irgendwie, die sind wirklich, wirklich cool. So mit diesen Teilen hier. Da hat man sich wirklich was überlegt. Dann so. Dann so und zumachen. Und dann kann ich so vorbei, genau. Ist wirklich simpel, aber cool. Oh oh. Holy shit. Surfer. Bodyguard, okay. Und ho oh, das. Oh oh, shit, 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 shit. Ninja Tom. Fliegen. So. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Immer ein Auge drauf haben. So, was machen wir jetzt hier? Erstmal den hier bekämpfen, weil der nervt. Wow, nicht so cool. Feuerodem. Nassmacher. Pelipper, das ist doch ein Fall für Raikou. Doppel-Elektroschwäche. Wenn es nicht Schutzschild einsetzen würde. Ein Simsala. Ein Simsala, ein Simsala. Perfekt für Zubiris. Erstmal Mogelhieb. Und dann die Finte. So. Und dann sehen wir uns das Ganze mal hier an. Ich muss das so machen. Dann so. Und dann komme ich vorbei. Genau. Fantastisch. Und damit wären wir bereits bei Wiebke. Ich denke, ich starte mit Zubiris. Ich bin Wiebke, die Redakteurin von Baumhausen City. Mit Hilfe von Vogel-Pokémon werde ich kämpfen. Da bin ich ja gespannt. Vier Pokémon und sie starten mit Velsa. Ich bin ja kein Experte, aber dieses Pokémon ist definitiv und sowas von kein Flug-Pokémon. Ich würde sagen, wir wechseln wieder auf Latios. Wow. Ja, Intensität wäre gefährlich gewesen. Deswegen Latios. Ein Seemops. Donnerschock von Raikou. Aurorastrahl, kein Problem. Hör auf, dein Pokémon zu heilen. Makagu. Latios. Surfer. Und ein Glurak. Da bleiben wir einfach mal drin und setzen nochmal Surfer ein. Und dann war es noch nicht. Jetzt aber. Ja, das ging schnell, Leute. Das ging schnell. Ich halte den Federorden. Dankeschön. Außerdem kann ich jetzt auch Fliegen einsetzen. Perfekt. Aeros habe ich auch noch bekommen und ja, da kann man nicht viel dagegen sagen. Ich will nicht in diese ganzen Baumhäuser rein hier. Ich will mal Teamheilung gehen und dann so weitergehen. Lala, und hier weiter. So. Hier konnten wir kein Pokémon finden, das wir fangen dürfen. Also gehen wir mal direkt weiter. Achten mal darauf, ob wir gleich eine andere Route finden oder nicht. Come up. Ja, ihr seht, wie wichtig ein Wasser-Pokémon wäre. Respektive ein Pokémon, das Wasserattacken einsetzen kann. Ist immer noch dieselbe Route, oder? Habitak. Bitte. Und nochmal so ein getarntes Kitty hier. Oh, Keif ist dann nicht ganz so cool. Cool war schon nicht, okay. Nochmal Finte und das war's. Ein Tauros. Ist auch nicht immer so das Wahre. Bleiben wir bei Surfer. Ja. Und ein Corazon. Das ist ja cool. Raikou. Ich mag Corazon. So, dann geht's hier weiter. Nächster Trainer. Nochmal Corazon. Deswegen wechsle ich jetzt nicht weiter aus. Wow, vorsichtig. Ich weiß, ich wechsle doch aus. Wechsel doch aus. Nicht so, wenn Zubiris irgendwas passiert. Das wäre fatal. Wir wechseln mal auf Panzer Eron, das mittlerweile 4 VMs beherrscht. So. Dann können wir hier noch nach oben gehen. Nur für ein paar Bären will ich aber nicht. So, und dann gehen wir hier rein. Ich brauche noch ein paar Trainer auf uns warten, aber... Oh, hier ist noch was. Nochmal Gewaldrum. Okay. Ist jetzt Zufall, dass bereits hier ein Gewaldrum auftaucht? Heilen. Ist das Zufall, dass bereits hier ein Gewaldrum auftaucht? Nee, kein Supertrank. Doch, ein Supertrank, aber kein Hypertrank, das sollte ich sagen. Dann kämpfen wir noch gegen den da. Fliegen!
Aquaknarre, kein Problem. Stahlflügel. Ein Hydropi. Raikou, mach du das bitte. Donnerschock. Und ein Paras. Das darf dann machen. Aerodactyl. Jeder soll mal drankommen, ne? Perfekt. Da ist noch ein Item. Was? Die sind ja voll. Werfen hier Protein weg. Ja. Den Hafenbrief. Kann ich auch wegwerfen. Nugget nehme ich damit. Es gibt gut Geld. So. Und das Wetter verbessert sich wieder. Sehr schön. Und da wird wieder gekämpft. Wie könnte es auch anders sein? Stahlflügel. Wenn du nur Kopfnuss einsetzen kannst, Judop, dann, ja. Ah, ein Feurigal. Ein Lord Turzel. Machen wir einfach mal eine Psi-Welle. Und noch eine. Dann war es auch das bereits wieder. Dann haben wir hier ein Item rumliegen da oben. Hypertrank, das kann ich immer gebrauchen. Hier oben gibt es auch noch Zeugs, aber das interessiert mich gerade nicht. Wir gehen einfach weiter. Jetzt kommt ein Routenwechsel, genau. Route 121. Vielleicht können wir jetzt hier was fangen. Oh, oh, Geduld ist gefährlich. Meganie. Cooles, cooles Meganie. So. Und passt. Okay, hier ein neues Pokémon holen. Wäre doch schick, aber zuerst kämpfen. X-Bart. Sollten wir klein kriegen. Wenn Panzeron. Ja, perfekt. 35. Sengo. Was machen wir denn gegen Sengo? Ich würde sagen, Aerodactyl ist immer eine gute Wahl. Fliegen. Schwertanz. Oh oh. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Es wird jetzt sehr viel Damage machen. Setzen Panzeron ein. Sonnenklinge ging daneben. Fantastisch. Stahlflügel. Okay, okay. Schwertanz von Sengo hätte ins Auge gehen können. Uff, okay, okay, okay. Aber alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Hätte jetzt gerne ein Pokémon. Stalos, sehr cool, aber nein. Azurill, auch eher nein. Oh, Gardevoir. Sehr schönes Pokémon. Darf ich aber auch nicht haben. Es gibt hier wieder kein Pokémon für mich, kann das sein? Nein. Ziemlich übersichtlich, was es hier gibt. Oh, Murabel. Ja, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Dann mach das doch. Yugong. Oh, Barschwa. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Nee, ich glaube, das, ja. Das wird nix. Gut, dann gehen wir halt auch kurz zum Pyroberg, ne? Panikon, ne. So, der Pyroberg. Hier darf ich mir auch was fangen. Mushas. Der Pyroberg. Ich würde auch gerne noch hier emporsteigen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kriegt man irgendwie... Wow, Mew. Fliegen. Mega Hieb. Mew ist scheiß gefährlich, wenn es Metronom einsetzt. Warmfall. Brauche ich hier diese TM, die hier rumliegt? Ich weiß es nicht. Oh, Sonnenkern. Oh, ich liebe Sonnenkern. Ja, wisst ihr was? Wir versuchen mal, nicht alle Trainer mitzunehmen, ja? Versuchen wir einfach mal nichts. Porygon. Nein. Jetzt vorsichtig sein. Dreh dich mal um. Dreh dich um. Nein. Oh. Das Pokémon hat mich gerettet. Sag auch so. Ja, oh, dieser Idiot. Dieser Idiot. Konfusion. Quappo. Meinetwegen. Konfusion. Macht weniger Schaden als erwartet, aber hey, es reicht. Und das für einen Superschutz. Toll. Braucht man nicht. Holy shit, ein Gengar. Den Kampf werden wir machen, weil gute Erfahrungspunkte. Nein, geht. Ich würde sagen, gegen den wollen wir nicht kämpfen, aber müssen wir scheinbar. Machen wir Surfer. Ein X-Butt. X-Butt, X-Butt, X-Butt.
machen wir am besten mit Celebi. Konfusion. Biss. Vorsichtig. Noctuska. Machen wir Fliegen. Passt. Und geschafft. Langsam aber sicher. Muss ich mein Team wieder ein bisschen hochheilen. So. Was gibt's hier nochmal? Wie gesagt, wirklich, glaube ich, nur so eine tolle TM hier. Moment. Blitzer, auch cool. Dann muss ich da ins Unterloch springen, ne? Hier. Blick weg. Danke. Lalala, schön umschifft hier. Tem 30. Was war das nochmal? Das war Spukball. Kann es jemand lernen? Celebi könnte, aber ist auf jeden Fall was für Zubiris. Ich würde sagen, der Erstauner kann sowas von weg. Sehr schön. Zubiris wird stark. Kleines Togepi. Okay, lassen wir uns hier fallen. Nehmen wir das Item hier mit. Lachsrauch. Oh, komm schon. Werfen hier halt wieder was weg. Eisen zum Beispiel. Nehmen das mit. Lachsrauch ist cool. Warum ist dieser Stein hier so weiß? Wow, Galopper. Stein hier ist weiß, aber interessiert niemanden. Und jetzt das untere Loch nehmen, ne? Ja, war richtig. Kriege ich hier noch was? Seerauch. Ich hab... Warum habe ich keinen Platz mehr? Was soll ich denn wegschmeißen? Ja, das Fluchtzahl kann ich wegschmeißen. Gibt auch kaum Geld. So, das war Seerauch. Raichu ist ja schön. Dann haben wir hier nur noch einen Weg, um runterzufallen. Dann können wir da auch noch gleich runterfallen. So, ein Kern. Nidoqueen. Wow, Konfusion. Cool. Dann fallen wir hier auch noch gleich runter. Und dann können wir den Weg hier nehmen. Pyroberg. Pokémon für uns. Ninjask, sehr cool. Das hat gerade sehr effektiven Damage gemacht. Bin ich kein Fan von. Wir setzen ein Antikraft. So. Nochmal ein super Trank für Celebi. Kann nicht schaden. Sonflora, wie passend. Zuvor gab es Sonkern. Nehmen wir noch ein Item mit vielleicht. CM 48, das glaube ich auch nicht gebrauchbares, oder? Wertewechsel. Ja, nee. Sonflora, auch nicht. Oh, es wird neblig. Top-Trank. Oh, Top-Trank ist gut. Ninjask schon wieder. Ah, jetzt. Oh, wow, 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 wow. Ist jetzt wieder gefährlich. Was machen wir? Panzeron. Es hat jetzt... Alter. Wisst ihr, wie oft es jetzt Ding eins gesetzt hat? Schwertanz, dreimal. Scheiß gefährlich. Ist ein Angriff auf dem Maximum. Ball, sehr schön. Gibt es auf der anderen Seite bestimmt auch noch mal was? Nee, nicht hier, sondern da oben. Da, da, nee. Okay, diese Ninjask, mit denen möchte ich mich nicht anlegen, ehrlich gesagt. Kämpfe doch lieber gegen diese Aqua-Typen hier. Gut, ich meine, was passt besser zu Team Aqua als ein Kyogre? Ich glaube, ich heile mein Pokémon gleich mal. Sie wird mir ein bisschen zu knapp. Legendäres Pokémon gegen legendäres Pokémon. Ich wäre eigentlich im Vorteil, aber... Ja, die Attacke... Oh Gott, jetzt muss er sterben. Jetzt muss er sterben. Danke. Simon! Okay. Das ist dann schon humaner, würde ich sagen. Und ein Pummeluff! Mach Panzeron. Stahlflügel! Okay. Ja, ein paar Pokémon sind wirklich scheißgefährlich. Zauberblatt, okay. Latios, ach komm schon. Latios gegen Latios, und meins ist stärker. Feuer-Odem. Ja, okay. Ja, wenn jetzt mein Gegner einen Volltreffer gemacht hätte und ich nicht, dann hätte es das bereits gewesen sein können für unser legendäres Pokémon, aber... Ja, es ging nochmal gut. Ging nochmal gut. Okay, Shaloko, das ist nicht mehr so ein Problem. Und ein Glurak dürfte auch kein Problem mehr sein. Wir wissen, der Surfer bringt viel.
So. Was ist hier los, hä? Nicht du schon wieder. Du bist uns ja schnell auf die Spur gekommen. Aber es ist schon zu spät. Die rote Kugel, die ich oben auf dem Pyroberg, die sich oben auf dem Pyroberg befindet. Ich, Adrian, sage, sie gehört mir. Jetzt werden meine Missionen Wirklichkeit. Los, Mannschaft. Gravipod City heißt unser Ziel. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Wie konnten sie nur an die rote Kugel gelangen? Die blaue Kugel und die rote Kugel dürfen nie getrennt werden. Sie gehören zusammen, weißt du? Gut. Nimm die verbliebene blaue Kugel an dich. Bitte folge diesem Schurken und bring die Kugel zurück. Okay. Mach ich. Warum sind hier drei Podeste? Sehr merkwürdig. So, dann können wir von hier verschwinden mit der blauen Kugel in der Hand. Raus hier. Sagt er, raus hier. So. Wir werden noch kurz die nächste Stadt aufsuchen und dann können wir ja hin und her fliegen, nicht wahr? Wir können noch Richtung Süden, aber... Wow, ein Dickdreh im Wasser. Wir können auch noch Richtung Süden gehen, aber... wozu auch? Safari-Zone. Lasse ich Safari-Zone sein, so wie immer. Und dann kämpfen wir noch ein bisschen, ich meine. Warum auch nicht? Blb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 l
Wer besoll das Ganze? Sieht's aus, als benutzt jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Von der Anlegestelle. Das U-Boot, die haben versucht es zu stehlen. Johnny, bitte komm mit. Ja, ich bin ja da. Hey, du Idiot. Du tust mir so leid. All die Mühen, um mir vom Pyroberg bis hier zu folgen. Und nun, niemand kann uns stoppen. Niemand. Oder willst du etwa in unser Versteck in Seegrabsul City folgen? Was für ein Idiot. Warum sagt ihr mir das? Warum? Warum sollte Team Aqua ein Tiefsee-Forschungsboot einstehlen, hm? Sie können doch nicht hinter dem schlafenden Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Tja, ich schon, ne? Ich glaube, jetzt brauche ich Taucher. Bin ich mir zwar nicht mehr ganz sicher. Wo kriege ich meinen hier Taucher her? Oder ist es noch ein bisschen zu früh? Ich glaube, das bekomme ich irgendwo aus einem Haus oder so. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. War es hier? Nee, nicht ganz, aber... Das ist geil, ne? TM44. Nee, Erholung. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Okay, hier sind die Aqua-Typen. Da bin ich schon mal richtig. Ah, nee, ich muss einfach nur hier reingehen. Aquas Versteck. Sehr schön. Leute, aber hier drin werden wir das nächste Mal aufräumen. Das war's vielleicht für heute mit Pokémon Saphir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.